bist und bliebst im Mingasil, Victoria Michel. Ja, kann man schon sagen. Ich habe ja während meiner aktiven Zeit auch immer nebenbei was gemacht, studiert, habe Fußballmanagement, Sportmanagement-Zertifikate gemacht, Sportfachwirt gemacht, habe dann darauf aufbauend auch mein MBA gemacht, zwar mit Schwerpunkt Unternehmensführung, Finanzmanagement, aber meine Masterarbeit habe ich zum Beispiel zu dem Thema geschrieben, Entwicklung und Auswirkungen der Vermarktung des Profifußballs auf die Vereine. Also der Fokus war immer schon da, in diese Richtung mal gehen zu wollen. Ja, wenn ich jetzt meinen Körper mal außer Acht lasse, dann natürlich sehr gerne. Aber ich weiß, was alles dafür notwendig ist, Profifußballer zu sein. Und weiß auch, dass es grundsätzlich eigentlich die schönste Phase und schönste Zeit ist, glaube ich, Profifußballer zu sein. Aber ich glaube, jedes hat auch immer so seine Zeit und deswegen bin ich auch glücklich, dass ich jetzt in einer anderen Funktion im Fußball noch tätig sein darf. Ich denke schon, ich glaube, dass es hilft. Ich glaube, dass man sich natürlich dadurch sehr gut auch immer in die Spieler hineinversetzen kann, weil man vieles, was sie vielleicht gerade durchleben, auch durchlebt hat in sehr vielen Facetten. Und ja, ich glaube, dass es schon ein großer Vorteil ist, wenn man selber Spieler war. Also das werde ich dem User dann mal privat beantworten. Ich glaube auch, wer diese Frage gestellt hat. Also ja, damit will ich das hiermit belassen. Ich glaube, dass es nicht so lange mehr dauern wird. Ich bin da relativ optimistisch und hoffe, dass das nach Ostern der Fall sein wird. Oh, da müsste man mal den Kontakt aufnehmen zu dem Verein. Soweit ich weiß, ist das ein Verein 6., 7., 8. Liga in England. Grundsätzlich ist es immer mal spannend, auch gegen ausländische Vereine zu spielen, auch wenn das jetzt natürlich nicht das Profiniveau ist. Müsste man dann mal schauen. Das haben wir ja, denke ich, vor der Saison verkündet. Also wir wollen die Mannschaft, den Verein in der dritten Liga etablieren. Das ist jetzt erstmal das kurzfristige Ziel, was wir bis Saisonende verfolgen. Und was natürlich noch sehr herausfordernd wird, wenn die Saison jetzt wieder aufgenommen werden sollte. Ja, und darüber hinaus den Verein auf den verschiedenen Ebenen weiterzuentwickeln. Ja. Nein, also wir sind natürlich von der Denke her sehr ähnlich, aber natürlich hat man nicht zu jedem Thema immer die gleiche Meinung und wir diskutieren auch durchaus kontrovers. Wichtig ist, dass man am Ende auf einen gemeinsamen Nenner kommt und die gleiche Richtung vorgibt. Aus verschiedenen Gründen. Also zum einen glaube ich, dass er natürlich eine große Erfahrung hat, eine sehr hohe Empathie für die Mannschaft, eine gute Mannschaftsführung hat, da auch hierarchisch die Mannschaft sehr gut führt. Und ja, deswegen, und ist natürlich ein toller Mensch, ganz davon ab, das vielleicht als allererstes. Deswegen glaube ich, ist es ein sehr guter Griff für uns. Ich glaube, dass der Verein sich noch auf verschiedenen Ebenen entwickeln muss, um, sage ich jetzt mal, noch wettbewerbsfähiger zu sein im Profifußball ganz allgemein. Dazu gehört sicherlich die Infrastruktur als wichtiger Baustein dazu. Damit meine ich Trainingsplätze, Ausstattung, Kabine und das ist sicherlich noch ein wichtiger Bereich, den wir gemeinsam anpacken müssen.
Ja, so wie man jetzt in den letzten ein, zwei Tagen hört, gibt es ein sehr großes Interesse der Vereine, der DFL, des DFB, daran, die Saison unbedingt zu Ende führen zu können. Das letzte Wort hat natürlich dabei auch die Politik. Dennoch bin ich da vorsichtig optimistisch und glaube daran, dass die Saison noch zu Ende gespielt wird. Ja, da muss man natürlich auch sagen, Bundesliga, damals seit Borussia Dortmund, da ist auch die Luft dünn, das muss man sagen. Die Konkurrenz ist da schon sehr groß. Und da muss dann auch vieles zusammenpassen, um dann noch mehr Spiele machen zu können. Aber ich bin dankbar dafür, dass ich ja immerhin ja 5 Spiele gemacht habe, oftmals im Kader stand. Und das ist eine ganz tolle Zeit, für die ich sehr dankbar bin. Ich hoffe, der Manager ist besser. Aber das wird sich ja, denke ich, dann hoffentlich in den nächsten Jahren dann zeigen. Vorstellen im jetzigen Zustand, nein. Wie ich vorhin sagte, jedes hat so seine Zeit und das ist eine fantastische Zeit, Fußballer sein zu können. Aber jetzt bin ich auch froh in dem Job, wie ich ihn jetzt mache. Du bist zum Blitz im Minasil, Victoria, mir.